Aber ich glaube, also, dass die Aktiven sicherlich nicht ruhig werden, sondern dass sich jetzt erstmal überlegen müssen, wie man die Protestformen ändert, weil offensichtlich ein wöchentlicher Streik war noch nicht ausreichend genug, um irgendetwas zu machen. Auch die Großdemos, man muss ja schauen, also in Deutschland waren 1,5 Millionen Menschen fast auf der Straße. Das müsste ja eine der größten Demos, zumindest mal seit der Friedensbewegung oder so gewesen sein hier in Deutschland. Und trotzdem passiert im Prinzip de facto kaum etwas. Und das heißt, die Frage, die man natürlich stellen muss, also lohnt sich das in der Form oder braucht man andere Protestformen, die offensichtlich dann das Nötige auch durchsetzen? Zeitgenossen Podcast, der Podcast für Quer- und Vordenker mit Henrik Bischoff. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Zeitgenossen Podcast. Und heute bei mir ein in 2019 viel beschäftigter Mann, Klimaforscher Professor Volker Quaschning. Hallo Volker. Ja, hallo Henrik. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, 2019 war eine Menge los, eine Menge auch bei dir los. 2019 war das Jahr der Klimadiskussion. Vor etwas mehr als einem Jahr ging Greta Thunberg erstmals auf die Straße und seither ja, beherrscht der Klimawandel die Debatte. Wie hast du 2019 erlebt, Volker? Also es war natürlich ein sehr, sehr spannendes Jahr. Viel verändert hat sich bei mir arbeitstechnisch ja eigentlich nicht. Das heißt, ich bin ja seit ungefähr 30 Jahren im Bereich, bin eigentlich Energieforscher und den Bereich der erneuerbaren Energien dann auch tätig. Wir versuchen seit 20, 30 Jahren auch wirklich das Thema zu pushen, weil wir eigentlich wissen, wie radikal die Klimaveränderungen sein werden, was wir tun müssen. Und bislang war es halt sehr, sehr schwierig, damit in die Öffentlichkeit durchzudringen. Das heißt, also was hat sich geändert? Wir sind nach wie vor nicht on the track, was irgendwie ansatzweise den Klimaschutz anbelangt, aber wir reden wenigstens drüber. Also das heißt, wir haben einen Schritt jetzt erreicht in die richtige Richtung, aber dafür, dass wir jetzt irgendwie auf dem richtigen Weg sind oder eine Chance haben, die Klimakrise zu stoppen, davon sind wir leider immer noch weit entfernt. Du hast gesagt, wir sind noch nicht on track, es geht in die richtige Richtung, aber was fehlt, sind eigentlich Handlungen, ne? Es sind wirklich richtige Handlungen. Also es gibt jetzt so ein bisschen kosmetische Veränderungen, dass man sagt, okay, wir wollen nach außen mal zeigen, wir tun was. Sind das Lippenbekenntnisse? Naja, ich glaube, man traut oder man kann nicht mehr tun. Und zumindest mal die Parteien, die da dran sind, die Politiker. Das heißt, sie glauben, das ist aus ihrer Sicht das maximal Mögliche, was derzeit möglich ist, durchzusetzen. Mehr traut man sich nicht. Und, aber ja, es ist so ähnlich. Ich sage mal als Beispiel, ein Haus steht lichterloh in Flammen und nun sagt man, okay, ich weiß, was die richtige Maßnahme ist und ich nehme jetzt mal einen Eimer Wasser und schütte ihn rein, das ist das, was passiert ist. Ist ja erstmal nicht falsch, aber löst erstmal das Problem nicht. Und wenn man jetzt nicht gleich mehrere Eimer hinterher schüttet, dann wird das Ergebnis am Ende ähnlich katastrophal sein, als wenn man nichts tut und nicht handelt. Du beschäftigst dich ja von Berufswegen mit dem Klima, mit regenerativen Energien, mit der Energiewende. Wie lange tust du das schon? Du hast gesagt, 30 Jahre schon knapp? So roundabout 30 Jahre. Ja. 30 Jahre hast du jetzt erstmals eigentlich mit der Fridays for Future Bewegung einen Verbündeten gefunden, der eine Schlagkraft hat, den du in der Politik nie gefunden hast? Weiß ich nicht. Also wir als Forscher sozusagen? Naja, wir hatten ja schon verschiedene. Also es gibt ja immer diese Auf- und Abs. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in dem Bereich jetzt zum ersten Mal sagen, oh ja, wow, es geht, es blüht auf. Also wir hatten ja 2000, wie lange ist das her, als Al Gore den Friedensnobelpreis gekriegt hat. Damals ging es ja auch schon sehr stark ums Klimathema. Das ist jetzt, müsste gut 10 Jahre her sein. Also da war das Thema ja auch schon mal sehr stark in den Medien, ist dann wieder komplett verschwunden. Wir hatten Fukushima, wo wir also auch ein bisschen über Energiewende diskutiert haben. Wir hatten unter Rot-Grün den einen oder anderen Einstieg in die erneuerbaren Energien, sehr zaghaft, aber durchaus auch interessant. Das hat auch einiges bewegt. Also es ist schon einiges auch passiert davor, aber halt immer nur sehr kurzzeitig und nicht ausreichend genug. Die Diskussion war nie so breit wie dieses Jahr, aber von den Handlungen her, sage ich mal, sind wir dieses Jahr nicht besser als irgendwie vor 10 Jahren. Also hat sich in der gesellschaftlichen Debatte hat sich eine ganze Menge getan, hat sich beschleunigt, hat sich, wie du sagst, vervielfacht, aber die Handlungen sind bisher noch nicht diejenigen, die es brauchen. Wir haben ja immer wieder die reflexhaften Abwehrhaltungen gegen irgendwelche Veränderungen. Nicht? Jetzt ist ja ein Klimapaket gekommen, das ist also, wird nicht viel bewegen. Es gibt leichte Verschiebungen von den Kosten und wenn man jetzt schon wieder in die Medien guckt, so auch dann wieder in die Schlagzeilen, wie stark werden die Leute belastet, was kostet das? Das heißt, hier ist immer noch nicht das Verständnis da, dass also wenn die Klimakrise in vollem Umfang in den nächsten 10 oder 20 Jahren zuschlägt, dass also hier irgendwie 10 oder 50 Euro im Monat
Pillepalle sein werden. Ja. Und das heißt, wir diskutieren zum Beispiel jetzt bei dem Klimapaket werden das irgendwie 5 Euro für den Durchschnittsautofahrer im Monat sein. Und das wird schon als unzumutbare Belastung gesehen. Da sieht man also die Erkenntnis, was da auf uns zurollt und was wir eigentlich tun müssten, ist auch noch nicht da. Das muss man ganz klar sagen. Über das Klimaschutzpaket möchte ich vielleicht gleich nochmal mit dir ausführlicher darüber sprechen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Anfängen. Da steht eine Person unmittelbar im Zentrum des Interesses, der Aufmerksamkeit, und das ist Greta Thunberg, die vor etwas mehr als einem Jahr, also im August 2018 war es, mit ihrem Schulstreik sozusagen begonnen hat. Da hat sich ja in den letzten 12, 14, 16 Monaten teilweise ein richtiger Personenkult entwickelt, steht im Fokus des medialen Interesses. Wie beobachtest du diesen Hype um Greta? Also erstmal habe ich eine sehr starke Bewunderung auch, also nicht nur für Greta, sondern für sehr, sehr viele von der Fridays for Future-Bewegung. Man muss ja gucken, es sind ja also noch Menschen deutlich unter 18, die also da tätig sind, die ein enormes Wissen haben und auch eine Diskussionsfähigkeit, die also manchen erwachsenen, langgestandenen Politiker doch stark in den Schatten stellen. Ja. Also das ist erstmal eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat von Greta. Und wie gesagt, auch es gibt hier in Deutschland auch sehr viele aus der Fridays for Future-Bewegung, wenn man mit 13-, 14-Jährigen redet und wenn man mit ihnen also redet und man zum Schluss fragt, wie alt bist du eigentlich, dann fällt mir jedes Mal die Kinnlade runter, muss man sagen. Und das ist erstmal eine Sache, die mich beeindruckt, die auch natürlich auch viel Hoffnung gibt. Hast du eine Erklärung, woher das kommt? Also jetzt mal abgesehen von der Dramatik des Themas, worum es geht, aber hast du einen Erklärungsansatz dafür, woher diese fundierte Basis kommt? Naja, vielleicht liegt es halt auch einfach am neuen Zeitalter der Internetaufklärung, nicht? Ja. Also früher, also zu meiner Zeit, hat man halt das Schulwissen gehabt und sonst nichts. Und dann hat man halt auch nur das wiedergeben können, was einem der Lehrer erzählt hat. Und heute kann man sich halt auch selber aufklären. Und dann gibt es offensichtlich halt einige in der jungen Generation, die das halt sehr gut nutzen und schon in jungen Jahren auch in der Lage sind, damit gut umzugehen. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil sicherlich dann des neuen Zeitalters mit dem Internet. Hm. Kommen wir nochmal auf Greta zurück. Da gibt es ja auch wirklich viele Anfeindungen, die sie sich da ausgesetzt sieht. Hast du auch da eine Erklärung, woher teilweise dieser, also wenn man mal ins Internet reinschaut, Kommentare liest, das ist ja wirklich teilweise unter der Gürtellinie. Ja. Woher kommt dieser Hass? Also dieser Hass, den erlebt man, also wenn man im Bereich der Klimaforschung oder so unterwegs ist, dann sehr stark auch. Ich bin ja eher im Energiebereich, ich kriege das am Rande auch immer sehr stark ab auf den sozialen Medien. Aber die Kollegen, die jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit sind und über Klimaveränderung, Klimaforschung reden, die haben das ja auch täglich. Bei Greta kommt noch hinzu, dass also auch vor allen Dingen junge Frauen dann sehr stark im Fokus stehen. Das ist ja auch bei den deutschen Aktivistinnen dann der Fall, dass also dann vor allem, ich sag mal, alte, schwache Männer gerne auf junge Frauen einprügeln, nicht? Also das ist erstmal nochmal der eine Reflex. Und natürlich dann, der Überbringer der Botschaft wird normalerweise halt dann auch immer geköpft. Das war früher auch schon so. Und das ist jetzt hier auch so. Wahrheiten ausspricht. Genau. Also der Überbringer der schlechten Botschaft, der wird einfach nicht gerne gesehen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Ich setze mich mit der Wahrheit auseinander und versuche eine Lösung zu finden. Oder ich versuche die Wahrheit zu leugnen und denjenigen, der sie überbringt, halt zu beseitigen. Dann ist das Problem erstmal vermeintlich gelöst. Mhm. Und diesen Reflex, den sieht man hier auch einfach wieder. I want you to panic. Das war so ein einprägsamer Satz von Greta im letzten Jahr. Ist es deiner Meinung nach an der Zeit für Panik und vor allen Dingen ist Angst ein guter Berater? Ja, es ist immer eine spannende Frage. Wenn man mit Psychologen redet, sagen die eigentlich, zu viel Angst ist gar nicht so gut, weil dann hat man irgendwie Schockstarre, nicht? Also so Säbelzahntiger in der Steinzeit, dann, ich bin verloren, ich stell mich mal tot, vielleicht geht es dann irgendwie noch gut aus. Das ist also zu viel Angst nicht gut. Andererseits braucht man natürlich auch eine gewisse Erkenntnis, um überhaupt handeln zu können. Also wenn ich einen Säbelzahntiger gar nicht sehe, dann werde ich natürlich auch irgendwo keine Fluchtbewegung einsetzen. Und momentan geht es uns in Deutschland einfach so richtig gut. Das heißt, 80-90% der Bevölkerung leben ja wirklich im Wohlstand und überlegen sich, wo sie ihren nächsten Urlaub hinmachen, wie sie am besten weiter konsumieren können. Und aus der Perspektive heraus, dass es mir sehr gut geht, muss ich natürlich auch erkennen, dass da ein Problem da ist, dass ich jetzt irgendwie was verändern muss, was handeln muss, weil eigentlich gibt es ja keine Notwendigkeit sonst dazu. Mhm. Und wenn wir die Geschichte zurückgucken, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es vielleicht anders, nicht? Da war das Land zerstört und da, wenn man da jetzt gesagt hat, okay, wir müssen jetzt was machen, wir müssen was handeln, Aufbruchsstimmung erzeugen, da war das natürlich sicherlich viel einfacher als heute in der Wohlstandsgesellschaft. Mhm. Wenn wir nochmal auf Greta blicken,
Glaubst du, dass das Ganze zu sehr an einer Person festgemacht wird, diese Bewegung, dass es zu personenzentriert ist und damit... Naja, es ist auch immer so, wie eine Gesellschaft so tickt. Also das heißt, also Identifikationspersonen sind immer sehr gut. Also das heißt, es ist durchaus gut, dass es da Gesichter gibt, wo man dann sofort weiß, aha, Greta, ein Bild braucht man zeigen, jetzt geht es wieder um Klimaschutz. Nicht? Dann brauche ich also, sobald ich jetzt dieses Bild habe, brauche ich jetzt erstmal nicht anfangen, mühsam den Einstieg oder eine Botschaft zu machen. Deswegen haben natürlich solche Identifikationsfiguren natürlich auch eine sehr große Bedeutung. Natürlich ist das Risiko wieder, dass man komplett vom Thema abschweift. Nicht, dass man jetzt darüber redet, irgendwie mit welchem Boot sie über den Atlantik fährt. Das ist natürlich... oder jetzt aktuell... Oder, dass sie auf dem Boden gesessen hat in der Bash Bahn. Mit der genau, Deutschen Bahn, ja. Ist sicherlich auch interessant, aber das ist halt immer das Risiko wieder bei Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, dass man also sich dann über solche Nebensächlichkeiten dann diskutiert und gar nicht mehr über Inhalte. Aber ja, es braucht Identifikationsfiguren und das ist halt der Preis, den man zahlen muss, dass man auch über solche Themen dann halt redet. Diese Fridays for Future-Bewegung hat ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres dann so richtig Fahrt aufgenommen. Du hast im März diesen Jahres dann mit Kollegen zusammen, März war es richtig? Ja, im März mit Kollegen zusammen Scientists for Future gegründet. Kannst du uns nochmal kurz sagen, was war eigentlich eure Intention, warum habt ihr das gemacht und worin besteht eure Aufgabe sozusagen? Worin seht ihr eure Aufgabe? Also, was war unsere Intention? Ganz klar, wir sind ja sehr, sehr lange dabei, hatte ich schon gesagt, 20, 30 Jahre. Und im Prinzip, was hat die junge Generation gemacht? Also, es gibt ein Klimaschutzabkommen, das 2015 in Paris beschlossen wurde. Da steht eigentlich drin, wir wollen die Erde nicht zerstören und wir folgen der Wissenschaft und versuchen, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad Celsius hinauszutreiben. So, und die junge Generation hat einfach nur gesagt, okay, jetzt fordern wir auch, dass die nötigen Maßnahmen dazu eingeleitet werden, damit wir das auch einhalten können. Ja. Also insofern, sage ich mal, eine relativ plausible Diskussion oder Forderung auch. Und der Reflex, den wir dann in der Öffentlichkeit gesehen haben, dass wir da auch wieder gar nicht über die Inhalte geredet haben, sondern dass die junge Generation, die sollen mal in die Schule gehen, die haben gar keine Ahnung, lasst mal die Profis machen oder so. Und dann haben wir gesagt, das geht ja gar nicht. Also das heißt, man kann ja darüber diskutieren, wie man da hingeht, man kann also gesellschaftlich das ausdiskutieren, aber die junge Generation, die jetzt einfach nur eine sehr berechtigte Forderung macht, dann einfach so zu diskreditieren, ist eigentlich unter aller Würde. Und dann haben wir einfach gesagt, da müssen wir uns einfach als Wissenschaft dahinter stellen und zu sagen, jetzt redet man nicht über Schulschwänzen, sondern es bitte über die Inhalte. Die sind nämlich berechtigt, das war also unser Anliegen. Und es war sehr, sehr, sehr spannend. Also normalerweise sind Wissenschaftler doch sehr zurückhaltend und gehen auch ungern in die Öffentlichkeit. Und wir haben doch aber sehr, sehr schnell eine extrem breite Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen erhalten. Vor allem auch diese Verquickung zwischen Forschung und politischem Aktivismus an der Stelle. Ne? Ja gut, Aktivisten... Also würde ich immer noch nicht sagen als Aktivismus. Wir transformieren nur die Forschungsergebnisse anders. Ah, ja, okay. Genau. Also vorher haben wir, ist halt so, der Wissenschaftler publiziert in irgendeinem Journal Paper, da gucken drei andere Leute drüber und dann wird das irgendwo veröffentlicht und dann steht das in der Hochschulbücherei und drei Leute lesen das. Das ist also, und nun versuchen wir halt einfach auch, das etwas einfacher zu übersetzen und auch so zu transportieren, dass es halt die breite Öffentlichkeit auch erfährt, weil es hilft ja nichts, wenn man in 100 Jahren nachlesen kann, dass die Wissenschaft rechtzeitig vor dem Klimawandel gewarnt hat, aber man die Erkenntnis nicht in die Öffentlichkeit transportiert hat. Und das, diese Aufgabe wollen wir jetzt eigentlich gerecht werden, aber ich würde nicht sagen, dass wir jetzt Aktivisten sind, die also sich an den Bundestag anketten und irgendwas versuchen zu erzwingen. Wir klären halt nur anders auf. Ja. Hättest du Greta den Friedensnobelpreis gegeben? Definitiv ja. Also da muss man einfach sagen, weil der Klimawandel oder die Klimakrise ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden überhaupt. Das heißt also, wenn wir es, so wie es auch, momentan sieht es ja so aus, dass wir es nicht schaffen, es zu stoppen. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir die Chance haben und es auch noch hinkriegen. Aber wenn wir es wirklich nicht schaffen, die Klimakrise zu stoppen, dann werden die Veränderungen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts so radikal sein, dass das alle Ereignisse, die wir kriegerischer Natur bislang gehabt haben, wahrscheinlich in den Schatten stellen wird. Und das ist die größte Bedrohung für den Weltfrieden. Und Greta hat zumindest mal versucht oder war einer der wichtigsten Anknüpfungspunkte hier in dem Bereich, es irgendwie aufzuhalten. Und insofern, auch hier ist es ja immer, man gibt einen Preis, also es wäre ein Preis symbolisch für die ganze Bewegung gewesen, aber sie ist das Gesicht der Bewegung und deswegen wäre das gut gewesen. Also das wäre auch mal ein Symbol der erwachsenen Generation zu sagen, okay, wir geben das mal an die junge Generation, zu sagen, sie hat uns daran erinnert, irgendwie, dass wir was tun müssen. Also allein auch diese Geste wäre sehr, sehr gut gewesen, aber da hat das Nobelkomitee es offensichtlich dann doch nicht geschafft, diesen Schritt dann zu gehen. Jetzt hat die Bewegung über das Jahr gesehen immer mehr Fahrt aufgenommen, immer mehr Leute haben den Protesten sind gefolgt und haben auch teilgenommen. Ich glaube,
das mündete darin, am, wann war es, im September oder so, glaube ich, am 20. September. War der weltweit bis dato größte Protest, an dem Millionen von Menschen auf dem ganzen Erdball teilgenommen haben. Auch in den Folgewochen gab es ganz, ganz viele Teilnehmer. Jetzt gerade in den letzten Wochen zum Jahresende hatte man den Eindruck, dass das Ganze so ein bisschen an Fahrt verliert. Von ehemals, ich glaube, es waren im September waren es 1,5 Millionen oder so, die in Deutschland oder in Berlin teilgenommen haben. Danach waren es nur noch, ich glaube, knapp 500.000 oder so etwas. Verliert die Bewegung jetzt gerade an Fahrt oder ist das nur eine Zwischenstation? Ja, ich glaube, die Bewegung ist dabei, sich umzuorientieren. Also wir, man muss ja irgendwie gucken, was da passiert ist. Also es waren ja vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, die gestreikt haben. Die waren also einige von denen jede Woche auf der Straße, haben dann auch Repressalien abgekriegt. Es ist ja nicht so, dass die jetzt einfach da hingehen und irgendwie, man sagt immer, streikt in eurer Freizeit. Also das Opfer, was da einige gebracht haben, ist relativ groß mit Sitzen bleiben oder Sechsen kassieren oder Schulverweise, die angedroht wurden. Also das heißt, das sind ja auch schon sehr, sehr große Opfer, die man da bringen muss. Ich habe heute Morgen auch gelesen, drei Schüler aus Bayern, denen wurde untersagt, an der Klassenfahrt teilzunehmen, weil sie im Zuge von Fridays for Future am Unterricht gefehlt haben. Ja. Mhm. Und das Kuriose ist, dass diese Klassenfahrt für politisch interessierte Schülerinnen und Schüler gedacht ist. Hängt dann immer vom Schulleiter ab. Also das hängt, das ist wiederum, es gibt Schulen, wo das gut läuft, es gibt Schulen, das ist ja nicht immer so. Aber es gibt, wie gesagt, einige, die halt da auch ziemlich leiden müssen, was ja auch wieder absurd ist. Das heißt, die versuchen irgendwie die Gesellschaft zu verändern, zu retten und dann hat man nur die Idee, da Repressalien zu machen. Mhm. Da sieht man auch, also wie schlecht unsere Gesellschaft damit noch umgeht. Aber natürlich, man hat nach einem Jahr relativ wenig erreicht. Und dann ist natürlich jetzt auch ganz klar die Botschaft, also wenn wir das jetzt noch 3 Jahre weitermachen, passiert dann mehr wahrscheinlich auch nicht, nicht? Und deswegen, glaube ich, ist man jetzt dabei, sich neu zu sortieren. Also erstmal natürlich die Motivation ist ein bisschen geringer. Aber ich glaube, also, dass die Aktiven sicherlich nicht ruhig werden, sondern dass sich jetzt erstmal überlegen müssen, wie man die Protestformen ändert. Weil offensichtlich ein wöchentlicher Streik war noch nicht ausreichend genug, um irgendetwas zu machen. Auch die Großdemos, man muss ja schauen, also in Deutschland waren 1,5 Millionen Menschen fast auf der Straße. Das müsste ja eine der größten Demos, zumindest mal seit der Friedensbewegung oder so, gewesen sein hier in Deutschland. Und trotzdem passiert im Prinzip de facto kaum etwas. Und das heißt, die Frage, die man natürlich stellen muss, also lohnt sich das in der Form oder braucht man andere Protestformen, die offensichtlich dann das Nötige auch durchsetzen? Worauf willst du hinaus? Also muss der Protest extremer werden? Weiß ich nicht, also anders halt einfach nicht. Also das heißt, eine normale Demonstration, also man muss ja gucken, am Anfang war das natürlich noch eine große Aufregung, jetzt berichtet ja auch gar keiner mehr darüber. Nicht? Also was hilft mir eine Demonstration, die gar nicht mehr wahrgenommen wird? Die Politiker zucken mit den Achseln und sagen, was wollt ihr denn überhaupt? Wir haben doch jetzt irgendwie unser Pille-Palle-Klimaschutzpaket gemacht. Und die Medien sagen, okay, ist ja kein neues Thema mehr. Okay, seid zum 50. Mal auf der Straße, gut. Den Jahrestag hat man nochmal medial mitgenommen, aber ansonsten bringt das dann auch nichts mehr. Ja. Also dir reicht das noch nicht? Was, das Klimapaket? Nee, nicht das Klimapaket, sondern die Art des Protests. Die Art des Protestes. Naja, die Art des Protestes reicht es dann, wenn wir auf dem Weg sind, entsprechend die Klimakrise abzuwenden und die schlimmen Folgen in den Griff zu bekommen. Das sind wir nicht. Und ich denke, jeder, der verstanden hat, was auf dazu kommt, hat einfach auch die Verantwortung für die nächsten Generationen im Rahmen seiner Möglichkeiten, das zu tun, um es aufzuhalten. Also ist ja dann so, wenn man jetzt sieht, ein Kind rennt auf die Straße und wird überfahren, natürlich muss ich gucken, dass ich es dann irgendwie versuche zu retten. Mhm. Und wie ich das dann mache, das muss jeder selber für sich entscheiden. Mhm. Eine Frage, du hast gerade schon mal die Konsequenzen abstrahiert, die da auf uns zukommen, wenn das mit dem Klimawandel nichts wird. Dass es möglicherweise zu kriegerischen Auseinandersetzungen oder sehr sicher zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen wird. Es geht gar nicht so sehr darum, dass dieser Erdball das nicht aushält, die Klima. Also das macht der Erde nichts aus. Die Erde wird nicht untergehen, aber die Folgen, die sozusagen der Klimawandel für uns Menschen mitbringt, die werden oder können verheerend sein. Da kannst du uns einmal kurz skizzieren, was kann oder was wird auf uns zukommen, wenn sich am Klima nichts ändert? Also die Erde ist egal, die wird viele 100 Millionen Jahre noch um die Sonne kreisen. Also was wir nun tun, ist dann vollkommen egal. Also der Planet hält da viel aus, da kann man sogar Atomkriege zünden oder sonst irgendwas. Mhm. Die Frage ist halt irgendwie, was passiert mit dem Leben auf diesem Planeten? Mhm. Und diese Frage müssen wir uns ganz klar stellen. Wir hatten ja schon auch sehr starke Klimaveränderungen. Die Menschheit hat viele Klimaveränderungen schon durchgemacht, also die Eiszeiten.
Also Menschen gibt es ja seit über 200.000 Jahren, die letzte Eiszeit war vor 20.000 Jahren und dann kann man einfach mal schauen, klimahistorisch, was passiert ist in den letzten 20.000 Jahren. Das war auch relativ radikal, also wir hatten einen Meeresspiegelanstieg von 120 Metern. 120 Metern? 120 Metern, ja. Also wir hatten, Berlin war zum Beispiel vor 20.000 Jahren noch mit 200 Meter Eis bedeckt, also keiner wäre auf die Idee gekommen, hier eine Stadt zu gründen. Das heißt, wie hat das die Menschheit ausgehalten? Damals war halt noch nicht sesshaft, das waren Jäger und Sammler und die haben sich halt einfach immer ans Klima angepasst. Also man hat auch Städte an den Küsten gehabt. Es gab jetzt gerade auch jüngst über den Medien wieder so Ausgrabungen in Israel, wo man so eine alte versunkene Stadt gesehen hat, wo man auch da noch versucht hat, irgendwelche Dämme zu bauen gegen die steigenden Meeresspiegel und musste dann halt die Stadt dann halt wieder mal ein paar Meter landeinwärts verlagern. Also man hat sich dann auch anpassen müssen und hat sich auch angepasst. Das ging aber vor 20.000 Jahren noch gut, weil halt kaum Menschen auf dem Planeten waren, nicht? Also das heißt, ist man einfach 100 Kilometer weitergezogen, da war im Prinzip niemand und hatte halt eine neue Siedlung aufgebaut. Und nun werden wir diese gleichen radikalen Veränderungen haben, nur noch viel schneller. Also das heißt, der Übergang von der letzten Eiszeit zur Warmzeit hat ungefähr 10.000 Jahre gedauert. Wir machen das jetzt Menschen. Und wir machen das jetzt in 100 Jahren. Und wir haben 7,5 Milliarden Menschen, wahrscheinlich 10 Milliarden Mitte des Jahrhunderts. Und wir wissen, dass der Lebensraum von vielleicht ein Drittel der Menschheit dann in diesem Jahrhundert wegfallen wird. Das heißt, wir müssen diese Menschen alle, müssten jetzt auch weiterziehen. Nur anders wie in der Steinzeit ist da schon jemand. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, dass wir 3 Milliarden Menschen auf diesem Planeten umsiedeln, in Gebiete, wo schon andere Leute sind. Und wenn ich die Erfahrung so sehe, wie also jetzt gerade die Flüchtlingsbewegungen der letzten 3, 4, 5 Jahre abgelaufen sind mit einer wirklich vergleichsweise extrem geringen Zahl an Flüchtlingen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das entsprechend friedlich ausgehen wird. Und dann ist natürlich noch das Risiko dadurch, dass sich diese ganzen Vegetationslinien auch verschieben, dass wir vielleicht auch mit der Nahrungsmittelversorgung Schwierigkeiten bekommen. Und dann stellt man sich vor, 10 Milliarden Menschen, 3 Milliarden sind auf der Flucht und das Essen reicht nicht mehr für alle. Und gut, da braucht man, glaube ich, nicht irgendwie Forscher zu sein oder Experte, um zu sehen, dass das ein enormes Problem sein wird für die Gesellschaftssysteme. Wann rechnest du, wenn sich nichts tut, mit den ersten Entwicklungen in diese Richtung? Also die ersten Entwicklungen sind ja schon da. Also man muss jetzt einfach schauen, die Buschfeuer in Australien zum Beispiel, in der Dimension gab es noch nicht die extreme Hitzeentwicklung, die wir haben. Wir hatten ja auch jetzt hier schon Hitzewellen in Deutschland, 42 Grad. Mhm. Also der letzte Hitzerekord wurde ja pulverisiert. Wir hatten also gut 40, dann 42, das sind 2 Grad plus. Das ist enorm im Klimabereich und wenn wir uns die Zahlen angucken, also das sorgt ja auch in Deutschland schon dafür, dass Leute sterben. Also das Roland-Koch-Institut hat rausgekriegt, dass wir 2018 mal gut 1.000 Hitzetote in Deutschland in etwa gehabt haben. Vor allen Dingen ältere Menschen, die kommen halt einfach mit der Hitze nicht zurecht irgendwie. Und da passiert ja schon etwas. Das sind erstmal jetzt kleinere Effekte, die sorgen noch nicht für die globalen Flüchtlingsbewegungen, zumindest mal nicht in der Dimension. In Afrika gibt es auch schon Gebiete, die mittlerweile trocken fallen, unbewohnbar werden. Und die ersten afrikanischen Flüchtlinge ist immer so schwierig. Wir sagen, das sind alles Wirtschaftsflüchtlinge, aber es sind auch einige, die schon fliehen, weil natürlich auch die veränderten Lebensbedingungen vor Ort es ihnen auch immer unmöglich macht, in dem Land auch wirtschaftlich zu agieren. Mhm. Das vermischt sich ein bisschen und ich würde schon sagen, dass auch die ersten Klimaflüchtlinge dabei sind. Ist momentan sehr schwer zu identifizieren, aber das wird natürlich jetzt auch zunehmend mehr werden. Mhm. Was sagst du Menschen, die sagen, das Problem liegt im System? Der einzelne Bürger kann gegen den Klimawandel gar nicht viel tun, da ist die Politik verantwortlich. Naja, das kann man jetzt irgendwo in China vielleicht sagen, wo es ein Zentralregierungssystem gibt. Aber in der Demokratie ist ja so, dass die Verantwortung, alle Verantwortung geht vom Volke aus. Also muss man natürlich auch die Änderungen vom Volk ausgehend machen. Und entweder kann ich jetzt selber was in die Hand nehmen oder dann muss ich mich politisch dafür interessieren. Wenn ich sage, ich kann es nicht machen, muss man zumindest mal schauen, dass man politische Vertreter an die Macht bringt, die das entsprechend durchsetzen können. Und beides findet ja momentan noch nicht statt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Deutschland muss eine Vorbildrolle einnehmen in der Welt, um anderen Ländern ein Signal zu geben, in welche Richtung es gehen kann und muss. Wieder andere sagen, der Emissionsausstoß Deutschlands im weltweiten Vergleich ist eigentlich fast irrelevant. Ja. Mit wie viel sind es? Ich glaube 2% sind es, glaube ich, knapp, ja. Ne? Aber wo stehst du da? Wo verortest du dich? Naja, so kann ich mich immer rausreden. Also
Genau, ist ja dann auch, was weiß ich, wenn ich jetzt jemanden schwarz beschäftige, sage ich, okay, das bisschen Steuern, was dafür gezahlt werden würde, ist doch für Deutschland irrelevant. Also doch vollkommen okay, ist also Schwarzarbeit ja auch. Also du vertrittst den Standpunkt, wir müssen vorweggehen sozusagen. Also Klimaschutz funktioniert nur, wenn jeder auf der Welt mitmacht. Ja. Also muss man ganz klar sagen, also Deutschland ist auf Platz 6 der Klimasünder. Ja. Wenn wir sagen, wir sind so unbedeutend, dann sagen das natürlich auch die Länder 7 bis 150 ebenfalls. Und dann macht und wenn die Länder 1 bis 5 dann noch Klimaschutz machen, reicht das auch nicht aus, um das Klima zu retten. Also im Prinzip Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle 200 oder knapp 200 Staaten auf der Welt, wirklich jeder, dann versucht, klimaneutral zu werden. Das ist auch der Geist des Klimaabkommens und da kann man sich nicht rausreden und sagen, ich bin so unbedeutend. Ja. Du sprichst den Punkt an, es müssen alle mitmachen. Fakt ist aber, es machen nicht alle mit. Und glaubst du, wenn Deutschland jetzt sagt, okay, wir steigen aus, wir machen jetzt alles grün, dass nur weil Deutschland das macht, dass zum Beispiel die Scheichs deswegen das Öl im Boden lassen? Eigentlich passiert auch dann genau der Gegenteil-Effekt, dass dann also andere Länder ja von diesem Nachfragerückgang möglicherweise profitieren, der Preis fällt und aber Öl ist ja gar nicht mehr billig. Selbst wenn das fällt, wird es immer teurer sein. Also die preiswerteste Art momentan, sich mit der Energie zu versorgen, ist ja Solarenergie. Naja, aber ich meine, Öl ist ja immer noch die Basis oder das Fundament, auf dem diese Welt sozusagen erbaut ist und immer noch getragen wird. Und aber ich sag mal so, die Kosten, Öl aus dem Boden zu holen, sind ja extrem günstig im Verhältnis zu dem, was so ein Barrel kostet. Und da kann natürlich der Preis natürlich auch noch sinken. Ne? Eine fast braune Suppe in Saudi-Arabien hilft mir ja erstmal nicht weiter. Ich muss das Öl ja weiterverarbeiten, ich muss daraus Strom machen, ich muss damit was generieren. Und da brauche ich ja auch technische Anlagen und dann wird das schon teurer. Also wenn ich jetzt aus Öl Strom machen will, ist das immer erheblich teurer als Solarstrom. Und selbst in Saudi-Arabien baut man ja jetzt auch Solaranlagen auf oder in den arabischen Ländern. Nicht, weil man das Klima retten will, sondern dass es billiger ist, Solarstrom zu erzeugen wie Strom aus Öl. Und wir lassen ja nur die entsprechenden fossilen oder auch anderen Energieträger im Markt, weil wir sie extrem subventionieren und beschützen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sämtliche Folgekosten, die auftreten, Gesundheitsschäden oder sowas umlegen und wenn wir alle Subventionen rausnehmen, dann ist das Thema durch. Dann sind die Ölförderländer auch nicht mehr konkurrenzfähig. Deswegen glaube ich schon, dass es enorm wichtig ist. Aber jeder hält schützend die Hand über die fossilen Energien, passiert ja in Deutschland auch. Das heißt, wir wissen, dass wir Klimafolgeschäden haben, die um die 20 Cent pro Kilowattstunde machen. Die Woher kommt dieser Protektionismus? Also ist das reine Lobby oder was ist das? Naja, das beste Argument, etwas nicht zu verändern, ist, wir haben es schon immer so gemacht. Mhm. Ja, also es gibt ja auch Länder, die zum Beispiel den Dieselpreis runter subventionieren, damit die Leute billig Auto fahren können. Und wenn in diesen Ländern versucht wird, einfach nur diese Subventionen zu streichen, dann gehen die Bürger auf die Straße und protestieren, weil sie sagen, oh, ich konnte doch schon immer so günstig Auto fahren, jetzt wird das teurer, das will ich nicht. Das heißt, man gewöhnt sich einfach an solche Zustände und Subventionen. Man stellt sich auch darauf ein. Das heißt also, wenn ich jetzt einen billigen Treibstoff habe, dann fahre ich natürlich viel und ohne zu bedenken mit dem Auto. Ich achte auch nicht beim Autokauf darauf, dass das Auto effizient ist. Und wenn das dann teuer wird, dann ist natürlich dann die Wahl meines Lebensstils passt da nicht mehr zu der Energieversorgung. Und dann gibt es nun zwei Möglichkeiten. Ich versuche es weiter so zu lassen oder ich versuche halt meinen Lebensstil anzupassen. Und Zweiteres ist halt immer sehr unbequem. Hat die Politik den Anschluss versäumt? Definitiv ja. Also es gab ja schon auch vor 40, 50 Jahren die ersten Berichte. Ja. Also jetzt gehen ja über den Medienticker auch Berichte in der Tagesschau, die 20, 30 Jahre alt sind. Ich glaube, den ersten, den ich gesehen habe, der kam aus dem Jahr 1979 mit Wilhelm Wieben noch. Insofern ist die Erkenntnis ja nicht irgendwie neu oder sowas. Nicht? Also, haben Regierungen schlichtweg nicht verstanden, was auf dem Spiel steht? Naja, es ist immer so ein bisschen, wenn es jetzt irgendwie im öffentlichen Dienst wäre, würde man sagen, Beamten-Mikado, wer zuerst sich bewegt, hat dann verloren am Ende bei diesem Spiel. Nicht? Also natürlich bedeutet das, also Klimaschutz, dass man vorangehen muss, dass man sich vorauseilen muss, dass man sich mit neuen Technologien auseinandersetzen muss, dass man auch irgendwie Leute zu Veränderungen antreiben muss. Die sind erstmal nicht begeistert. Also es ist nicht so eine Sache, wo ich, wenn ich vorweggehe, erstmal politisch davon erstmal gleich belohnt werde. Dass alle sagen, oh ja, super, das wollte ich schon immer. Sondern dass man hat erstmal die Widerstände zu überwinden. Auch da als Politiker vielleicht diesem Greta-Effekt ausgesetzt, dass ich da auch dann Anfeindungen sozusagen ausgesetzt bin, die vielleicht auch dafür sorgen, dass ich nicht wieder gewählt werde. Genau, also als Politiker muss ich einfach schauen, dass ich irgendwie Mehrheiten habe. Wenn ich einen Wahlkreis
Umkreis habe, wo jetzt irgendwo ein Autowerk ist oder irgendwo eine Kohlefabrik, klar, dann, und ich will wiedergewählt werden, das ist halt immer so das Problem der Demokratie. Also das heißt, man hat also schon diese verteilte Situation, aber man hat natürlich auch nur einen kurzfristigen Zeitraum von 4 Jahren und die Demokratie tut sich halt enorm schwierig bei langfristigen Problemen. Ja? Also das heißt, man sieht das ja auch in anderen Sachen, Rentenreform oder sowas, das ist ja auch also alles andere als nachhaltig, auch das Gesundheitswesen. Da wissen wir, dass wir in vielen Bereichen gegen die Wand fahren, aber die nächsten 2, 3 Jahre wird es gut gehen und deswegen lässt man es erstmal laufen, weil alle Anpassungen natürlich erstmal mit Veränderungen sind und auch viel Widerstand hervorrufen und es ist in der Demokratie natürlich sehr mühselig, gegen diese Widerstände erstmal anzukämpfen, das Land zu einem besseren Land zu machen, als es erstmal so laufen zu lassen, wohl wissend, dass das wahrscheinlich irgendwie gegen die Wand fährt, aber das muss dann der Nächste ausbaden. Und das ist halt immer so ein bisschen, wenn ich halt nur 4 Jahre dran bin und ich weiß, die Probleme kommen halt erst in 8 Jahren oder sowas, dann soll die halt der Nächste lösen. Und das, dieses Aussitzen, das ist das Problem, was wir halt permanent haben. Und das ist vielleicht auch ein Problem unseres Gesellschaftssystems, dass wir also eine Demokratie perfekt ist, kurzfristige Sachen und kurzfristige Mehrheiten und Entscheidungen herbeizuführen, aber jetzt kurzfristige Handlungsoptionen gegen langfristige, notwendige Handlungen auszuwiegen, da tut sich die Demokratie enorm schwer. Und das ist halt der Kampf, den wir da auch haben. Du beschreibst diesen Konflikt gerade, den wir eigentlich als Menschen haben und der sich, glaube ich, auch in diesem Klima, in diesem Nichthandeln im Klima, in der Klimaproblematik abzeichnet. Auf der einen Seite diese rationale Weitsichtigkeit und die Konsequenzen ja, sehen können. Auf der anderen Seite diese, ich weiß nicht, ob sie vielleicht emotionale Kurzsichtigkeit ist, aber dieses, ja, wie du es gerade schon sagtest, man macht es dann nicht oder man lässt den Nächsten irgendwie ins Fettnäpfchen laufen, wie auch immer. Glaubst du, dass uns als Menschheit da einfach auch ein Stück weit das Abstraktionsvermögen fehlt, einfach auch, ja, ich sag mal, den Effekt, den es auf uns haben wird, vorauszusehen? Also ich meine, sagen wir mal so, wenn die Wolken draußen jetzt heute lila wären und der Himmel sich apokalyptisch färben würde, würde ich vermuten, dass die meisten Menschen schleunigst aus ihrem Auto aussteigen würden und sich überlegen würden, wie kann ich jetzt grüner werden? Weil wir es aber nicht sehen, weil uns der Sinn fehlt, kommen wir auch nicht ins Handeln. Siehst du, dass wir da irgendwie an so eine Art ja, Grenze kommen? Ja. Von unserem biologischen Setting her? Ja, wobei, sagen wir mal, die Menschheit ist ja schon sehr spannend. Also es gibt ja kein Lebewesen, was über Jahre voraus plant. Nicht? Mhm. Also das ist ja schon irgendwie eine Sache, die Menschheit angefangen hat. Also angefangen, dass man vom Jäger und Sammler halt zum Bauern wurde. Das heißt, da durfte man das Getreide nicht aufessen, sondern man musste einen Teil übrig lassen und in die Erde machen, weil man hat gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht alles aufesse, einen Teil übrig lasse, in die Erde stecke, geht es mir nächstes Jahr besser. Also das ist ja schon so die erste Erkenntnis. Also wie entwickle ich mich weiter und wie mache ich etwas? Weil es ja doch erstmal besser, das Getreide jetzt aufzuessen, als es in die Erde zu stecken. Nicht? Also insofern sind das schon die ersten Erkenntnisse. Dass es aber jetzt erstmal über ein Jahr, jetzt halt über 10, über 100 Jahre halt vorauszuschauen, ist halt nochmal wahrscheinlich so die gleiche Größenordnung wie vom Jäger zu Sammler zum Bauern zu werden. Und wir müssten das eigentlich halt jetzt relativ schnell hinbekommen. Es schaffen sehr, sehr viele, weil wir leisten uns auch eine Wissenschaft, genau um solche langfristigen Sachen zu entwickeln. Das heißt also, deswegen geben wir ja auch viel Geld für Wissenschaft aus und sagen, kümmert euch mal um Sachen, die vielleicht in 50 Jahren aktuell sind. Aber was wir halt jetzt nicht schaffen, ist, wenn es lebensbedrohliche Sachen da sind, die aus der Wissenschaft umzusetzen in der Gesellschaft und zu sagen, okay, da ist jetzt eine Erkenntnis, sozusagen die rote Lampe leuchtet und nun müssen wir sie halt irgendwie umsetzen. Und da sagen wir, nö, das haben wir jetzt erstmal nicht vorgesehen. Und das, ja, aber da haben wir jetzt gerade den Diskurs und ich hoffe, dass unsere Demokratie es schafft, dann halt auch diesen Schritt zu gehen. Aber es ist natürlich Novum, also dass eine Menschheit über Jahrhunderte hinaus, obwohl, man weiß es nicht, also man hat ja auch früher Sachen gemacht, die chinesische Mauer sind ja auch so Jahrhundertbauwerke, nicht, wo man also auch sich über Jahrzehnte irgendwie vor irgendwas schützen wollte. Also es gab ja schon immer sehr lang angelegte Projekte. Warum soll das beim Klimawandel nicht funktionieren? Ich glaube, die einzige Dimension ist, dass es halt global umspannend jetzt ist. Das ist eine andere Größenordnung. Eine andere Größenordnung nochmal als das, was da gewesen ist. Und da vor allen Dingen auch viele unterschiedliche Parteien unter einen Hut zu bekommen, die unterschiedliche ja, Ideen und Anforderungen haben. Bestes Beispiel, vor wenigen Tagen ist in Madrid die Klimakonferenz zu Ende gegangen. Was ist dein Fazit aus der Veranstaltung? Ja gut, da war nichts zu erwarten. Also ich meine da irgendwie... Also du bist schon gar nicht mehr ernüchtert an der Stelle? Nee, also sagen wir so, also jedes Ergebnis, was irgendwo sinnvoll gewesen wäre, wäre eine enorme positive Überraschung, 6 richtig im Lotto gewesen. Fass für uns mal kurz zusammen, was ist denn eigentlich da jetzt rausgekommen in Madrid? Was ist am Ende des Tages...
ich habe es jetzt gar nicht mehr verfolgt. Es gab eine Abschlusserklärung, wo so drin ist, wir bemühen uns jetzt weiter oder sowas nicht. Idee war, dass man das, was 2015 in Paris verabschiedet wurde, nochmal konkretisiert und Maßnahmen daraus ableiten. Ja, es ging auch noch ein bisschen weiter. Also es liegen ja Selbstverpflichtungen auf dem Tisch derzeit, dass also Länder gesagt haben, wir würden gerne bis dahin da klimaneutral werden. Ob man das schafft, ist eine andere Frage. Deutschland wird das seine eigenen Versprechungen gar nicht einhalten können. Aber selbst wenn alle Länder ihre Versprechungen einhalten, kommen wir auf knapp 3 Grad plus. 1,5 dürfen wir nur. Also das wurde damals in Paris verabschiedet. Genau. Paris ja, 1,5 ist auch da, wo man sagen, das kann man noch verantworten. Alles drüber hinaus ist einfach kritisch. Und das heißt also, wir würden dann den Temperaturwert um Faktor 2 überschreiten. Also insofern sind wir da immer noch nahe am Worst Case dran. Und jetzt ging es aber um ganz andere Sachen. Wenn jetzt jemand Klimaschutz im anderen Land macht, irgendwie, wer darf sich das anrechnen oder sonst irgendwie. Also auch so ein bisschen um Auslagern von Problemen als irgendwie um Lösungen im eigenen Land. Und deswegen kann man gerne drüber diskutieren, aber solange die Länder so weit mit ihren Zielen und dann auch nur mit der Zielerfüllung von dem entfernt sind, was wir machen müssen, also wäre es eigentlich vielleicht wichtiger, wenn alle an der Nase fucken, sich passen und man einfach mal eine Konferenz macht, wo man einfach dann ein Ranking macht und dann die ersten 3 Länder zeigt, die auf dem Weg sind, on the road zum richtigen Bereich, und die anderen, die sollen dann halt mal irgendwie erklären, wie sie da hinkommen. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher als solche Sachen. So eine Art Contest. Das ist ja eigentlich die Idee vom Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir alle Länder machen, also müssen was tun, und wer trifft sich jedes Jahr und dann gleicht man das nochmal ab. Und ja, ich glaube, das wäre irgendwie wichtiger, jetzt auch erstmal auch in den Ländern, die willig sind, also Europa überhaupt dann den nötigen Drive zu erzeugen. Und dann kann man jetzt natürlich diskutieren, dass wir in Afrika Bäume pflanzen und wer darf sich das anrechnen lassen. Das ist interessant, aber solange wir hier in Deutschland noch mit dem Dieselauto rumfahren, also ist diese Maßnahme fürs Klima, für den Klimaschutz auch nicht so wirklich hilfreich oder sinnvoll. Also insofern ist das für mich auch ein bisschen die falsche Diskussion, die da gerade stattfindet. Wie ist deine Meinung zum Klimaschutz, Klimaschutzpaket, das hier in Deutschland verabschiedet wurde? Ja, wieder das Beispiel, was wir vorhin hatten. Das Haus brennt und wir schütten einen Eimer Wasser rein. Also von den Maßnahmen her kann man durchaus sagen, es ist okay. Also man muss die fossilen Energieträger teurer machen. Das geht über die CO2-Steuer. Man muss gucken, dass Bahnfahren, dass irgendwie Strom, weil wir den auch brauchen, billiger wird. Das ist auch angelegt, aber halt in solchen Nuancen, dass das nichts bewirken wird. Also der Durchschnittsautofahrer wird jetzt mit 4,50 Euro im Monat belastet. Da werden die Leute jetzt rein, weil sie ihre Autos stehen lassen und natürlich sofort aufs Fahrrad und den Zug umsteigen. Also ich meine, das ist ein Kaffee to go oder zwei. Das ist lächerlich, nicht? Ja. Also das heißt, von der Idee her richtig, damit es was bewirkt, hat auch das Umweltbundesamt gesagt, also da brauchen wir einen Faktor 10 ungefähr in den Kostensteigerungen. Dann kann man darüber reden, dass wir wirklich so disruptive Veränderungen, wie die Kanzlerin uns mal gesagt hat, bekommen werden, dass wir uns Richtung Klimaschutz bewegen, also mit dem Klimapaket. Wir stoßen was an. Es ist vielleicht ganz gut, weil auch ein psychologischer Effekt da ist, so nach dem Motto, liebe Leute, irgendwie denkt mal drüber nach. Öl und Gas wird jetzt jedes Jahr ein bisschen teurer. Also das ist vielleicht das einzige Gute daran, dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt diesen psychologischen Effekt dabei, aber von den Kosten her wird das irgendwie 99% der Deutschen relativ egal sein, und es wird ein paar Leute, die sehr wenig Geld haben, die wird es treffen, aber der Rest wird davon eigentlich, das geht dann unter in den normalen Tagesgebühren, wenn jetzt zum Beispiel der Spritpreis mal steigt oder fällt. Also ich sag mal so, der Drohnenangriff in Saudi-Arabien hatte in etwa die gleiche Auswirkung, weil wir ja auch die Spritpreise nach oben gegangen sind für die Autofahrer, als jetzt das Klimapaket. Und dann muss einfach so eine Aktion passieren. Ist da irgendwas passiert? Nee, also die Leute zucken mit den Achseln und sagen, ja gut, jetzt ist halt 5 Cent teurer und dann ist gut. Also du sagst, es braucht mehr Drohnenangriffe. Ja, also Wirtschaftskrisen und Drohnenangriffe sind immer erstmal gut für den Klimaschutz natürlich. Lokal ist das eine Katastrophe, also man wünscht sich sowas nicht, aber es ist halt einfach fatal. Man hat ja auch gesehen, also Atomausstieg ging auch nur, weil in Japan ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Gut, für uns ist es erstmal gut ausgegangen, für die Leute vor Ort natürlich eine Riesenkatastrophe. Schade, dass die Menschen immer solche Ereignisse brauchen, um schlau zu werden. Ja, ist die Frage, ob das tatsächlich nicht vielleicht auch schon so ein Omen ist für das, was bei dem Klimawandel offensichtlich erst passieren muss, bis man ins Handeln kommt. Nur dann ist es zu spät, ne? Dass man erst den Worst Case sozusagen vor Augen gehalten bekommen muss, bis man ins Handeln kommt. Die Einschläge kommen jetzt näher. Also es sind auch Sachen, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, dass das so schnell passiert. Also jetzt auch die Klima... Ihr jetzt als Forscher auch in Deutschland sozusagen. Zum Beispiel, nicht? Genau, also
diese Dürresommer in dieser, das ist ja ein Jahrtausendsommer gewesen. Man muss sich ja einfach mal vorstellen, wir hatten 30% Ernterückgang hier in Deutschland im Jahr 2018. Wäre das im Mittelalter passiert, hätten wir dieses Jahr eine radikale Hungersnot. Also wir merken das ja nur nicht durch die Globalisierung, aber das wäre in allen Geschichtsbüchern verzeichnet und als die Hungersnot infolge des Dürresommers in die Geschichtsbücher eingegangen. Ja gut, jetzt ist es halt einfach irgendwo mal, also deswegen nehmen wir das auch nicht so wahr, nicht? Weil einfach jetzt wir durch diese Globalisierung auch noch Ausgleichsmöglichkeiten haben für die Effekte, aber es ist schon relativ radikal, was passiert und ja, vielleicht brauchen wir wirklich erstmal die Hungersnot, aber ich hoffe, dass wir halt auch früher schlau werden und wir haben einen Verbündeten halt, die wirklich günstigen Kosten, also wir können die Energiewende, Solar- und Windenergie eigentlich derzeit machen, ohne dafür, wir müssen am Anfang investieren, aber es wird über 20 Jahre gerechnet gesehen, für Deutschland nicht teurer werden, das heißt, wir haben auch die Chancen, die technischen Möglichkeiten und als Technologieland, als Exportland ist das auch enorm wichtig, weil wir sehen, dass es auch andere Länder gibt, in diese Technologien reingehen. China zum Beispiel, die wollen jetzt auch am Jahr 2030 kann ich keine Verbrennungsmotoren mehr in China verkaufen. Natürlich muss ich dann saubere Autos bauen und über den Weg macht zum Beispiel jetzt China auch enorm Druck und das wird natürlich auch unsere Wirtschaft und auch den Klimaschutz weiter voranbringen, ganz klar. Du kommst ja aus der Solarszene, richtig? Ja. Wenn ich nicht ganz falsch liege, so vor 10 Jahren oder vielleicht auch schon ein bisschen länger her, war Deutschland ja einer der Global Player in der Solarszene. Ja, wir hatten mal Zeiten, wo 50% des Weltmarktes der Installation hier in Deutschland stattgefunden hat. Ist natürlich auch nicht das, was es sein soll, aber wir sind jetzt hier durchgereicht worden auf, ja, was genau. weiß ich. Genau, ja? Also welche Rolle spielen wir heute noch? Wir sind durchgereicht worden. Genau, also von warum ist das passiert? Installationsmengen vielleicht 4% von den Produktionsmengen, was ja spannender ist. Also Deutschland unter 1% der Solarmodule werden noch in Deutschland gefertigt. Unter 1%? Unter 1%. Der Rest ist nach Fernost ausgelagert? Genau. Den Rest haben wir einfach hier outgesourced. Naja, wir haben in Deutschland sehr schnell gestartet, die Energiewende und die Frage des Kohleausstiegs, die wir ja sehr lange letztes Jahr diskutiert haben und dieses Jahr auch noch, die hatte man damals gar nicht auf dem Schirm. Und hätten wir weiterhin sehr schnell Solarenergie ausgebaut, wäre früher oder später der Kohleausstieg von selber gekommen, weil einfach die Solarenergie dann diesen Bereich überrollt hat. Und dann hat sich die Politik entschieden, dann macht man lieber langsam bei der Solarbranche, damit wir die Kohlefrage nicht so schnell beantworten müssen. Mit dem ganzen Kollateralschaden, dass wir 80.000 Jobs abgebaut haben in der Kohle und auch die ganze Solarindustrie hier in Deutschland im Prinzip zerschlagen haben. Und auch eine Zukunftstechnologie an China abgegeben haben. Weil in China sind im gleichen Zeitraum, wo wir 80.000 Jobs verloren haben, 1 Million neue Arbeitsplätze in der Photovoltaik entstanden. Die sind da und die geben die Chinesen natürlich wieder freiwillig her. Also es ist jetzt auch sehr, sehr schwierig, da wieder einzusteigen. Nicht ganz unmöglich, aber natürlich wären wir weiter vorne dabei gewesen, wären wir eines der führenden Länder in der Automobilindustrie. Da hätte man einfach gesagt, das kann nicht sein, dass wir jetzt irgendwie hier 80% der Jobs in dem Bereich abwickeln. Natürlich muss das staatlich unterstützt werden. In der Solarbranche hat man das halt einfach sterben lassen. Wenn wir mal wir haben gerade über das Klimaschutzpaket in Deutschland gesprochen und du sagst, das reicht bei weitem nicht, die Maßnahmen, die dort verabschiedet wurden. Wenn man mal ins benachbarte Ausland guckt, zum Beispiel nach Dänemark, Richtung Skandinavien drüber, da wurde jetzt kürzlich beschlossen, dass bis 2030 die Emissionen um 70% gesenkt werden. Warum geht es andernorts und bei uns nicht? Also ich meine, was unterscheidet uns von Dänemark, abgesehen vielleicht von der Einwohnerzahl, aber warum kriegen die es hin und warum also wir nicht? Es ist schon eine relativ spannende Frage. Also man muss fairerweise sagen, dass kein Land auf dem richtigen Weg momentan perfekt ist. Nicht? Also es gibt so ein Klimaschutz-Ranking vom German Watch, Umweltorganisation, die lassen die ersten 3 Plätze immer leer, weil sie sagen, also kein Land macht ausreichend viel für den Klimaschutz. Hat keiner verdient. Genau, hat erstmal die ersten 3 Plätze, hat keiner verdient. Auf Platz 4 kommen dann, oder 4, 5, 6, da fangen dann irgendwie die skandinavischen Länder an. Deutschland ist irgendwie auf den 20er-Rängen, also so in der Kategorie da China, Türkei oder sowas. Das heißt also, da sehen wir auch, wie weit wir uns von den Vorreiterländern entfernt haben. Wir waren auch mal unter den Top-10-Ländern, was Klimaschutz anbelangt haben, da sind wir lange nicht mehr. Und ganz vorne sind die Skandinavier dabei. Das liegt halt einfach daran, dass dort auch über alle Parteien hinweg offensichtlich Klimaschutz recht hoch angesehen ist. Also hier ist es ja eher so, es gibt die Grünen, die sind dafür.
Ja, die Linken vielleicht auch, bei der SPD weiß man nicht so und die CDU doch tendenziell eher dagegen, die FDP sowieso und die AfD schon ganz. Und deswegen hat man so dieses Lagerdenken, ja, Umweltschutz ist halt irgendwie was eher grün-links versifftes und die anderen sind halt so die Marktparteien und das ist in diesen Ländern vielleicht anders. Also es gibt dort auch nationalistische Parteien, die aber durchaus auch pro Klima- und Umweltschutz sind und das unterscheidet wahrscheinlich solche Länder von Deutschland. Und das macht es natürlich dann einfacher. Und in Deutschland ist das so, wenn man sich die AfD zum Beispiel anguckt, die ja auch dann durchaus den rechten Flügel der CDU, der denkt genauso, äußert es nur nicht weniger radikal dann im Prinzip. Da gibt es ja immer so die Sache, es gibt gar keinen Klimaschutz und der Notwendigkeit, weil wir haben gar keinen Klimawandel, wir müssen gar nichts tun. Also da wird praktisch das Problem komplett verleugnet und ignoriert. Und man muss ja einfach sagen, was passiert denn, wenn der Klimawandel wirklich kommt? Dann haben wir Millionen von Flüchtlingen. Also das ist ja so das Hauptthema. Wenn ich jetzt AfD-Wähler wäre, müsste ich doch eigentlich auch von der Idee her sofort für sämtliche Klimaschutzmaßnahmen sein, nicht? Oder auch Heimatschutz, nicht? Also wenn ich jetzt irgendwie das hat sowas von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, ne? Dass dann auf einmal die ganzen... Ja, aber ich glaube, das Denken in Deutschland ist halt einfach so, ja, ich muss einfach, ja, mein Feind sind die Grünen und deswegen, dass die Grünen gut finden, muss ich automatisch schlecht finden. Ja? Ja. Und so denkt die CDU lange Zeit und so denken auch die AfD und deswegen wird gar nicht mal mehr hier nach Sachthemen gefragt. Und ich glaube, offensichtlich ist man in Skandinavien eher in der Lage, Probleme auch sachlicher, nüchterner zu analysieren, als hier so reflexartig irgendwie, was der gut findet, finde ich schlecht, ohne drüber nachzudenken, was gut ist oder was nicht gut ist. Und das ist so ein bisschen auch das verkommene Parteiensystem in Deutschland, also dass man oftmals gar nicht mehr über Inhalte, ich war auch mal eingeladen für so einen Ausschuss im Bundestag als Sachverständiger und im Prinzip hat man da nicht miteinander geredet, sondern ist einfach nur nebeneinander her. Also jeder hat seinen Sachverständigen eingeladen, der die schon vorher geprägte Meinung nochmal irgendwie mit Fakten kundgetan hat. Und da ist wie so ein Schaukampf. Also das heißt, man weiß schon vorher, wer und jeder versucht irgendwo mit seiner Meinung zu punkten, ohne überhaupt noch über wirklich Inhalte nachzudenken. Nehmen wir mal die Kanzlerin. Sie hat ja beispielsweise einen Amtseid abgelegt und der heißt so sinngemäß, dass man den Nutzen des Volkes mehren soll, Schaden von ihm abwenden und die Pflichten, wie heißt das, ich glaube gewissenhaft, seine Pflichten ableisten soll. Verstößt Merkel nicht eigentlich mit dem Klimapaket bzw. mit dem Handeln im Klima, in der Klimakrise nicht gegen ihren Amtseid? Also ich meine definitiv ja. Also das muss man ganz klar sagen, weil aber das tun auch alle Politiker. Alle Politiker sind ja ihrem Gewissen verantwortlich. Nicht? Also warum haben wir überhaupt so ein Riesenparlament, wenn also im Prinzip reichen ja da 5 Abgeordnete, jeder für eine Partei. Also im Prinzip gilt dann immer noch also Fraktionszwang. Nicht? Das ist so ein Wort, was mich dann total aufregt. Für diese Abstimmung ist der Fraktionszwang aufgehoben. Das gibt es ja in keinem Gesetz, in keinem Grundgesetz oder so. Jeder Abgeordnete ist seinem Gewissen verantwortlich. Und ich kann nicht verstehen, dass es Abgeordnete gibt, die auch wenn es um Klimafragen gehen, dann irgendwie wieder wie die Herde dann fraktionsmäßig abstimmen. Das heißt also, das gilt für die Kanzlerin, das gilt aber auch ganz für viele Politiker. Und gut, die werden in 10 oder 20 Jahren, wenn diese Folgen, die wir jetzt vorreden, sagen, in den Spiegel gucken müssen und dann wird man die Frage posthum in der Geschichte beantworten. Und also die Geschichtsbücher werden darüber ganz klar urteilen. Jetzt ist aber natürlich die eigene Wahrnehmung, naja, ich als Einzelner, das ist ja das, was wir vorhin schon hatten, das ist auch so der einzelne Abgeordnete. Ich als einzelner Abgeordneter kann ja auch nichts verhindern und deswegen stimme ich halt so, wie alle abstimmen. Und genau das, was wir hier für Deutschland, was jeder für sich in Anspruch nimmt, machen natürlich auch die Politiker. Das heißt, es ist dieses Wegleugnen, dieses Nichthandeln findet also in der Politik genauso statt wie hier von jedem Einzelnen. Und wenn wir uns selber so verhalten, dann darf man natürlich jetzt auch nicht über die Politiker schimpfen. Ne? Also die sind ja auch nur ein Spiegelbild von dem, was wir machen. Ich wollte gerade sagen, also darf man eigentlich immer mit dem Finger auf Politiker zeigen und sagen, die bösen Politiker, ich meine, die Politiker sind ja ein Spiegelbild der Gesellschaft. Braucht es nicht auf eigentlich viel mehr Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers? Also ich meine, ist das zentrale Problem nicht eigentlich, genau wie beim Politiker, der eigentlich nur um sich und seine Wiederwahl sich dreht, ist es nicht beim Einzelnen, bei einem Gemeinbürger auch so, dass er sich viel zu sehr um sich selbst dreht, um sein eigenes Wohlbefinden, um seinen eigenen Lebensstandard, als aufs große Ganze zu achten? Also ganz klar, dieser Gemeinwohlgedanke in Deutschland ist schon so ein bisschen unter die Räder gekommen, nicht? Also zum Beispiel auch Diskussionen um Steuern, ja? Also
also wenn ich so höre, okay, gebt uns mein Geld wieder zurück, ja, ich will Steuersenkungen haben, aber alle regen sich darüber auf, dass die Schulen marode sind, dass die Brücken kaputt sind, dass die Straßen und sonst irgendwo, also ich bin ein Fan dafür, ich würde gerne mehr Steuern zahlen, ja, Leute, nimmt mein Geld und guckt dafür, dass die Schulen funktionieren, dass die Straßen in Ordnung sind oder sonst irgendwie. Also auch da wieder so ein bisschen nach skandinavischem Vorbild. Genau, ja. Das ist einfach, also man muss ja einfach irgendwie auch schauen, wir sind eine Gemeinschaft hier und es gibt einfach auch Gemeinschaftsaufgaben, von denen ich auch selber davon profitiere. Das ist so das bisschen, ich will mich überhaupt nicht einbringen in diese Gemeinschaft, am besten gar keine Steuern zahlen, aber natürlich erwarte ich, dass die Straße vor meinem Haus in Ordnung ist, dass die Brücken alle funktionieren und die Schulen in Ordnung sind. Das klappt natürlich nicht. Und dieses Verständnis, also wir sind ein gemeinschaftliches Volk und wir haben Gemeinschaftsaufgaben, die für uns auch für uns persönlich Vorteile bringen. Diese Erkenntnis ist bei vielen offensichtlich gar nicht vorhanden. Sonst würde man ja auch irgendwie Schwarzarbeit oder sonst irgendwas nicht. Das ist irgendwo so nach dem Motto, naja, der Staat will mir ja das Geld klauen und ich habe jetzt ein Schlupfloch gefunden, um mich da rauszustehlen. Heißt aber auch, dass ich dann Verantwortung dafür übernehmen muss, dass die Brücke kaputt ist. Also weil natürlich da dann das Geld auch fehlt, was ich normalerweise an Steuern zahlen müsste. Und das ist auch ein Punkt, ja, da müssen wir uns sehr viele Leute an die eigene Nase fassen, ganz klar. Wenn du für einen Tag in Deutschland das Sagen hättest, welche Maßnahmen würdest du anstoßen, was würdest du umsetzen und warum? Oh Gott, einen Tag, na gut, dann müsste ein relativ langer Tag sein. Ja, das ist die Hoheitsgewalt, du dürftest tun und lassen, was du wolltest. Positiven Sinn natürlich. Im positiven Sinne. Ja, also ich denke schon, die größte Bedrohung, die momentan für uns da ist, es gibt natürlich auch noch viele andere Probleme. Wir haben soziale Ungerechtigkeiten, wir haben irgendwie Gesundheitswesen, Altersarmut, aber beschränken wir uns einfach mal auf das Klimaproblem. Genau. Nicht? Also das Klimaproblem ist eines der größten Probleme. Wie kriegt man das Ganze in den Griff? Also ich denke mal, der Haupthebel ist erstmal auch der Ausbau erneuerbarer Energien. Das heißt, wir haben derzeit 15% erneuerbare Energien über alle Energieträger hinweg. Wir müssen in 15 Jahren auf 100 kommen und dann ist es einfach logisch, dass man da einfach sagt, okay, wir verändern die Gesetze jetzt so, dass es überhaupt möglich ist, ausreichend Solar- und Windenergie zu bauen, sodass wir überhaupt eine Chance haben, klimaneutral zu werden. Das findet momentan nicht statt. Das ist erstmal die wichtigste Sache. Dann würde ich ganz viel Aufklärung machen. Also, was weiß ich, Börse vor 8 wird abgeschafft, dafür gibt es irgendwie Klima vor 8. Dass also das weiter in die Köpfe einkommt und die Leute einfach da entsprechend aufgeklärt werden, weil bei vielen fehlt immer noch das Wissen und die Erkenntnis. Also ich meine, gut, eine Menge Aufklärung wurde ja jetzt nicht nur im letzten Jahr, auch eigentlich schon in den letzten Jahren betrieben, aber offensichtlich reicht Aufklärung ja nicht. Glaubst weil du, die muss ja auch ankommen. Irgendwann Leute eine Reaktanz kommt, dass Leute irgendwann müde sind, satt sind, es nicht mehr hören können? Naja, man kann sich dem ja auch relativ gut verschließen, nicht? Also irgendwie, es ist ja schon erstaunlich. Also hilft viel, immer viel? Naja, klar, Aufklärung, genau. Jeder weiß, dass Rauchen schädlich ist und trotzdem wird es getan. Da gibt es ja auch ganz viele Aufklärungen. Nicht? Also insofern, es ist natürlich schon erstmal in der Demokratie wichtig, damit man Mehrheiten erzeugt. Nicht? Also insofern, wenn erstmal gar nicht die Erkenntnis da ist, also Rauchen, ein Beispiel, nicht? Also Deutschland ist der einzige Länder, wo man noch Tabakwerbung machen darf. Also auch das, da hat der Lobbyismus relativ lange entsprechend Vorschub gemacht. Und jetzt ist die Erkenntnis aber über ganze Bevölkerungsschichten so, dass Rauchen eigentlich schädlich ist und dass man zumindest mal nicht dafür werben sollte, ist, glaube ich, schon angekommen. Und nur deswegen kann man jetzt auch solche Sachen vielleicht verändern. Deswegen ist die Aufklärung in der Demokratie schon immer, sage ich mal, Priorität Nummer eins. Aber wir müssen natürlich auch schnell ins Handeln kommen. Und deswegen erstmal Ausbau erneuerbarer Energien, der tut jetzt nicht weh. Und dann muss man natürlich versuchen, auch in allen anderen Bereichen, also Öl- und Gasheizung, die geht eigentlich auch nicht mehr, muss man eigentlich jetzt auch verbieten, Benzin- und Dieselfahrzeug auch. Ja, und dann wird natürlich erstmal der Aufschrei relativ groß sein, aber wenn man die Maßnahmen durchgesetzt hat, dann muss man halt die nächsten 2 Jahre erstmal wieder die Wogen kippen. Wahrscheinlich schwierig werden mit der Wiederwahl bei dir dann, ne? Ja, aber macht ja nichts. Also ich würde mich einmal wählen lassen, das einfach durchsetzen und sagen, okay, dann irgendwie, das ist ja die Frage des Gewissens. Genau, ne, aber ich habe das getan, wo ich sage, das kann ich mit meinem Gewissen verantworten. Ja. Und wenn die Bevölkerung dann nachher entscheidet, okay, das waren nicht die richtigen Maßnahmen und jemand anders dann dran macht, ist das ja okay. Aber dann kann ich dann wirklich in den Spiegel schauen und sagen, also ich war Politiker und ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten auch das Bestmögliche getan. Die Bevölkerung wollte es nicht anders. Es wird ja nicht mal ausprobiert. Das ist ja das, was so fatal ist. Also man macht also vorauseilenden Gehorsam. Das heißt, man macht so wenige Maßnahmen, dass man überhaupt gar nicht mal dafür sorgt. Irgendwie, da schreit ja also, dass man nirgendwo aneckt. Nö, also es ist ja irgendwie, es gibt ja so einen reflexartigen Aufschrei, aber de facto sind das ein paar Krokodilstränen. Aber dass man jetzt irgendwie wirklich mal mit harten Bandagen versucht, irgendwie an die Grenze zu gehen, was man diesem Volk aufbürden kann, um dass es ihnen und unseren Kindern besser geht, dazu ist ja gar keiner bereit. Eigentlich nicht zu einem Nachteil, sondern
Genau. Und dann ist immer die Frage, wie schnell erkennen das die Leute, nicht? Also ja. Vielleicht hat man sogar die Chance, dass es innerhalb von 4 Jahren erkannt wird und sagt, boah, erstmal ist es gar nicht so schlimm. Ja. Und B, das ist ja auch total toll, was man anstößt, nicht? Also man muss ja gucken, es gibt ja andere Bereiche. Die Städte sind voll und zu mit dem Auto. Die Leute setzen sich da stundenweise in den Stau. Die Leute sind krank, es ist laut irgendwie. Die Kinder können nicht mehr auf der Straße spielen. Also es sind ja auch so andere Sachen, wo unsere Gesellschaft unter dem System derzeit leidet. Auch die Kohlekraftwerke sind irgendwo nicht hübsch und die Dörfer werden und Wälder werden weggebaggert. Also es sind ja auch einfach so Sachen, wenn man das jetzt stoppt, dass man auch so als Land, als Gesellschaft davon profitiert, dass man neue Technologien macht. Auch die Zufriedenheit. Ich meine, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt Kohlekumpel wäre und jeder sagt, oh, du machst das Klima kaputt und sonst irgendwie, da gehe ich doch auch nicht gerne zur Arbeit. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Solarmodule schraube und ja so, oh toll, du bist ein Teil der Rettung unserer Kinder, dann kann man doch auch viel besser irgendwie mit geschwellter Brust zur Arbeit gehen. Und das ist doch einfach auch etwas, was dann den Leuten zugutekommt und vielleicht erkennt man das auch einer innerhalb der 4 Jahre. Probiert es doch einfach mal aus, liebe Politik. Hm. Also du bist ganz klar pro Verboten, sehe ich das richtig? Es gibt immer, da kann man mit Ökonomen drüber reden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was durchzusetzen. Entweder mache ich das Böse teuer, das Gute subventioniere ich oder ich verbiete etwas. Und dann kann man jetzt einfach mal schauen, alles hat eine gewisse, also Verbote wirken sofort. So, wenn ich jetzt versuche, das über Anreize zu machen, das dauert. Entweder, oder wenn ich schnell haben will, dann muss ich so exorbitante Summen in die Hand nehmen, dass es am Ende für Deutschland wesentlich schwieriger ist. Also wenn ich jetzt wirklich will, dass jeder eine Solaranlage hat, ja, dann muss man einfach so gucken. Ich kann ja jetzt 5% Rendite erwirtschaften mit einer Solaranlage. Reicht nicht ansatzweise. So kann man natürlich sagen, erhöhen die Rendite auf 10%. Dann werden vielleicht doppelt so viele mitmachen, dann muss ich am Schluss 50% oder 100% Rendite ausschmeißen und das wird dann irgendwie auch, also wenn ich wirklich diese Mengen, diese Geschwindigkeit über Anreize hinkriegen will, dann muss ich so viel Geld in die Hand nehmen, dass es wahrscheinlich dieses Land gar nicht bezahlen kann. Und deswegen wird man eigentlich an gewissen Verboten oder Anreizen, ist ja so ähnlich, wenn ich Regeln durchführe, wenn ihr sagt irgendwie, du kriegst jetzt 10 Euro, wenn du an der nächsten Ampel stehen bleibst und wir steigen jetzt mal mit dem Euro ein, also jeder, der an der nächsten Ampel, mach mal freiwillige Selbstverpflichtung, wir bleiben bei der Ampel stehen. Genau, und dann gucken wir mal, ob das Verkehrssystem danach funktioniert. Also wer glaubt denn, das ist doch illusorisch. Das heißt also, bei der Ampel funktioniert es ja auch nur, wenn alle mitmachen. Ja, wenn da nur 50% stehen bleiben bei der roten Ampel, dann ist das ja relativ witzlos. Und deswegen würde so etwas nie über eine freiwillige Selbstverpflichtung funktionieren. Das ist eine klare Regel. Und wer diese Regel überritt, der kriegt halt eine Strafe. Und wenn er das nochmal macht, dann wird die Strafe halt noch schwieriger. Dann darf er gar nicht mehr Auto fahren. Und da ist das vollkommen akzeptiert. Und weil natürlich, wenn ich über die rote Ampel fahre, gefährde ich Leib und Leben von anderen. Und das Gleiche mache ich natürlich auch, wenn ich CO2 ausstoße. Warum kann man da nicht die gleiche Systematik oder die gleiche Richtlinien ranlegen wie bei der roten Ampel? Das verstehe ich nicht. Glaubst du, dass das Ganze noch mit technologischem Fortschritt umkehrbar ist, handelbar ist, unter Kontrolle zu kriegen ist? Ja, das ist immer so eine Frage. Vor 5 oder 10 Jahren hätte ich immer gesagt, ja, wir kriegen das eigentlich im Wesentlichen auch noch technologisch hin. Jetzt mittlerweile sind wieder 10 Jahre rum oder die Technologie ist deutlich besser geworden. Wir haben die Photovoltaik, also wir haben die Grundlagen dafür gelegt, dass die Technologie preiswert geworden ist, dass sie da ist. Also wir haben die Technologie da, aber wir werden nicht mehr alles mit nur Technologie, wir brauchen auch Verhaltensänderungen. Also es gibt Bereiche, wo wir jetzt in der Kürze der Zeit technologische Lösungen nicht mehr durchkriegen. Der Flugverkehr zum Beispiel, den werden wir in 5 oder 10 Jahren nicht klimaneutral gestalten können. Das heißt also, hier wird die Botschaft sein, ihr dürft nur noch viel, viel weniger fliegen als bisher. Gibt andere Bereiche, wo es auch sehr schwer geht. Ernährungsbereich zum Beispiel, auch extrem schwierig, weil einfach der Fleischkonsum, da gibt es keine Idee, wie man da die Klimarelevanz annähernd reduzieren kann. Da ist einfach die Botschaft, wir müssen weniger Fleisch essen. Mhm. Und diese Verhaltensänderungen brauchen wir in vielen anderen Bereichen, sage ich mal, Gebäude heizen oder sowas oder Transport auf dem Boden oder sowas, haben wir schon technologische Lösungen, die könnte man auch in der Zeit noch durchsetzen. Also es ist eine Mischung aus technologischem Fortschritt und Verhaltensänderungen. Verhaltensänderungen. Genau, es gibt halt viele Verhaltensänderungen, die es auch deutlich einfacher machen, muss man ganz klar sagen. Also es sind ja auch viele Sachen, Konsumsachen. Wenn ich jetzt einfach Produkte herstelle, die länger leben, dann brauche ich auch weniger Rohstoffe, weniger Energie dafür. Und das ist erstmal so auch ganz banale Sachen. Und Verhaltensänderung wäre, dass man halt nicht mehr auf den Preis achtet, sondern auf die Langlebigkeit der Produkte. Und dass man, was weiß ich, dann auch das vielleicht CO2-Footprint
oder auch ja, Lebensdauer oder Qualität des Produktes auf dem Produkt dann auszeichnen, dass ich dann also hier verschiedene Möglichkeiten habe. Und damit kann man natürlich schon etwas machen. Und ob ich mir nun, was weiß ich, einen Toaster pro Jahr kaufe für 19 Euro oder halt einen in 5 Jahren für 100 Euro, ist für mich persönlich ja das Gleiche. Aber natürlich durch anderes Wertesystem kann ich es wesentlich einfacher machen, weil der Toaster ist vielleicht doppelt so schwierig herzustellen, aber man spart halt dann doch einen Haufen Ressourcen und Material ein. Und das, da muss man halt dann auch hin, ganz klar. Anknüpfungspunkt an der Stelle, wie muss sich denn Wirtschaft verändern? Was muss in der Wirtschaft passieren? Muss die sich verändern? Ich glaube. Ach, die Wirtschaft passt sich, glaube ich, immer relativ an die Rahmenbedingungen an. Also die Politik gibt die Rahmenbedingungen. Also die Individuen bestimmen eigentlich, wie die Wirtschaft nachher, die Einzelpersonen. Genau, die Einzelpersonen bestimmt das ja auch. Also der Konsument bestimmt erstmal, was konsumiert wird, und die Politik gibt den Rahmenbedingungen vor, wie es konsumiert wird. Also du siehst da schon die Konsumentenhoheit, dass der Konsument sozusagen am Ende des Tages vorgibt, wie Wirtschaft funktioniert. Das Auto konnte sich nur durchsetzen, weil die Leute ein Auto gekauft haben, nicht mehr Pferdekutsche gefahren sind. Sonst hätten wir immer noch Pferdekutschen. Ja. Also das hat ja kein Unternehmen jetzt gesagt, ich zwinge euch das auf. Also das heißt, Produkte setzen sich durch, weil der Konsument sie dann auch annimmt. Und deswegen ist natürlich schon die Verbrauchermacht da schon relativ groß. Also wenn alle Verbraucher sich sofort entscheiden, keinen Verbrennungsmotor zu kaufen, dann hat sich das Thema erledigt. Wenn alle Deutschen auf den grünen Strom umsteigen innerhalb von einem Jahr, gibt es keine Kohlekraftwerke mehr. Nicht? Also das heißt, natürlich ist die Konsumentenmacht relativ groß, machen leider immer nicht alle mit. Und deswegen muss die Politik halt für den Rest auch die Rahmenbedingungen dann entsprechend setzen, ganz klar. Also siehst du dann die Politik in der Verantwortung? Genau, also die Kombination Verbraucher und Politik und die Industrie. Natürlich gibt es auch Unternehmen, die innovative Produkte entwickeln müssen. Es gibt auch welche, die Vorreiter sein können und sagen, wir produzieren das gleiche Produkt, aber jetzt besser und grüner. Diese Unternehmen brauchen wir natürlich auch, vollkommen klar. Aber natürlich die Rahmenbedingungen, die Politik vorgibt oder der Konsument, sind natürlich auch enorm wichtig. Wenn ich jetzt irgendwie das ökologischste Auto auf der Welt produziere, aber keiner kauft es, also VW hatte ja schon mal mit so einem 3-Liter-Auto mit dem Lupo einen Vorstoß gemacht, nicht? Das ist beim Konsumenten nicht angenommen worden. Das erklärt natürlich auch so ein bisschen, dass dann so Automobilkonzerne sich wieder zurückziehen und sagen, okay, naja, Ökoschiene läuft in Deutschland nicht, mache ich halt lieber dicke, große Autos, die werden halt gekauft. Und natürlich hat der Konsument da auch eine gewisse Verantwortung. Du hast gerade gesagt, es machen nicht alle mit. Ist die Klimakrise nicht eigentlich auch viel mehr zu einer Krise zwischen den Generationen verkommen? Also auf der einen Seite die Jungen, ja, wie nennt man sie so schön, die Millennials, und auf der anderen Seite die Babyboomer-Fraktion, die sich da irgendwie aktuell so ein bisschen, ja, ich sag mal, gegenüberstehen. Da klafft ja häufig so eine große Verständnislücke zwischen Alt und Jung. Auf der einen Seite die Jungen, die sagen, ihr habt irgendwie auf unsere Kosten gelebt, den Planeten zerstört, ausgebeutet. Und auf der anderen Seite die ältere Fraktion, die sagt, dass das ja selbstbemitleidendes und moralisierendes Rumgeheule sei. Naja, ich meine. Wie siehst du das? Ja, es ist natürlich immer sehr schwierig, nicht? Wenn man jetzt 50, 60 ist und die junge Generation hält einem vor, irgendwie das, was du in deinem Leben gemacht hast, war jetzt alles scheiße. Nicht? Ja. Also das will natürlich keiner hören. Also, aber im Prinzip haben sie ja recht. Also wir wissen seit 30, 40 Jahren, dass also die Wirtschaftsweise, wie wir machen, irgendwo nicht gesund ist. Und wir schaffen es nicht, also wie so die kleinen Kinder, nicht? Also sagen wir, oh, die kleinen Kinder irgendwie, wenn es irgendwie schwierig wird, dann halten sich die Augen zu und hoffen, dass es besser wird. Genauso handeln wir ja. Ja, das ist doch das Symptom, was du eben beschrieben hast. Wir machen die Augen zu und tun so, als wenn es nicht passieren würde. Hat das damit zu tun, dass eben genau diese Babyboomer heute in Entscheiderpositionen sitzen, oder ist das zu einfach gedacht? Naja, man hat ja auch einen gewissen Wohlstand und hat sich darauf eingerichtet und irgendwie, man hat also sein Leben. Und ich meine, es ist in zweierlei Sache unangenehm. Erstmal muss man die Erkenntnis haben, dass alles, was ich bis jetzt gemacht habe, eigentlich nicht so doll war. Also da muss man erstmal zu sagen. Und die Selbsterkenntnis ist ja erstmal nicht sehr schön, dass man sagt, okay, vielleicht war mein Lebensstil dazu, dass es meinen Kindern richtig, richtig mies gehen wird. Klar, das will keiner erstmal so selber hören. Man will ja sich selber auf die Schulter klopfen und sagen, mein Leben war gut, ich habe was geschaffen, Sohn, du erbst mein Haus und alles gut, nicht? Also jetzt sagt der Sohn, ich will dein Haus gar nicht, ich will lieber irgendwie was ökologisch Sinnvolles haben. Ja. Das ist natürlich dann auch erstmal eine Ernüchterung, wo man so sagt, warum werde ich jetzt abgestoßen oder hier nicht gewertschätzt, nicht? Das ist erstmal natürlich ganz klar eine Sache. Und die junge Generation hatte halt auch mittlerweile dann größeren Teils halt andere Werte, nicht? Also irgendwie, als ich groß geworden bin mit 18, das Auto war so das Statussymbol schlechthin. Freiheit. Freiheit, genau. Also war halt
klar, man war halt auch anderes Wertesystem, man ist anders aufgewachsen und man hat auch nicht, heute hat man über auch die sozialen Medien einfach die Freiheit. Ich kann mich ja virtuell überall hinbewegen. Ich brauche jetzt de facto gar nicht mehr das Auto. Deswegen hat sich die Gesellschaft auch verändert. Die junge Generation lebt mit dieser neuen Gesellschaft und sagt, okay, ich brauche diese Freiheit vielleicht in der Form gar nicht. Aber was hilft mir diese Freiheit, wenn dann die Welt damit zugrunde geht? Und das sind jetzt neue Fragen und es ist halt spannend, dass die von sehr, sehr jungen Leuten gestellt werden. Ich kenne Menschen in meinem Alter, die sagen, in eine solch kaputte Welt möchte ich keine Nachkommen mehr setzen. Was sagst du dazu? Ach, das kann man natürlich, hat man 1933 auch sagen können. Ja. Also insofern, und 30-jährigen Krieg bestimmt auch. Also es gab ja immer schon historische Ereignisse. Ich weiß es nicht. Also warum sollte man, also das muss A, jeder selber entscheiden. Und sicherlich wird es auch in der Klimakrise einige Menschen geben, die auf diesem Planeten vielleicht auch noch auf einem Flecken der Erde ganz gut und in Zufriedenheit leben. Das weiß man ja vorher nicht. Man weiß ja nicht, wie die Geschichte ausgeht. Vielleicht geht die Geschichte auch so aus, dass wir in 2-3 Jahren alle aufstehen und sagen, okay, wir haben es verstanden, wir machen die Welt zu einem besseren Planeten und dann in 10 Jahren leben hier alle friedlich zusammen. Warum soll das nicht möglich sein? Mhm. Und dann sagt man, oh, jetzt habe ich keine Kinder gekriegt und es ist plötzlich alles gut geworden, nicht? Also das ist ja vielleicht das Schöne, dass wir als Menschen in der Lage sind, viel zu beeinflussen, aber wir können nicht in die Zukunft schauen. Und das gibt uns ja auch immer die Hoffnung, dass wir dann am Ende auch vielleicht alle Probleme lösen können. Und das Potenzial als Menschheit haben wir ja schon. Und einfach nur zu sagen, naja, also im Prinzip ist es ja nicht, dass das Problem so groß ist. Also das würde ich natürlich sagen, jetzt wenn wir sagen, okay, da kommt jetzt irgendwie der große Meteorit, der schlägt in 10 Jahren ein und irgendwo dann ist die Erde im Eimer. Dann kann man sich vielleicht überlegen, das ist ein unlösbares Problem, aber wir haben ja keine unlösbaren Probleme momentan. Wir haben Probleme, die sehr groß sind, die wir noch in den Griff bekommen können. Und wenn ich jetzt sage, ich will keine Kinder bekommen, dann heißt das ja, ich habe im Prinzip aufgegeben. Und ich finde, aufgeben ist irgendwie ist ja noch schlimmer als nichts tun. Gibt es denn oder gab es bei dir Momente, wo du zur Resignation geneigt hast, wo du gedacht hast, komm, jetzt ist... Nö, eigentlich nicht. Wieder also, die Klimakonferenz immer, also hat nichts gebracht. Man sagt immer so, irgendwie, es gibt natürlich sehr viele politische Entscheidungen, wo man sagt, oh mein Gott, irgendwie nicht schon wieder so ein Blödsinn. Ja? Also wo man einfach sagt, wo einem das Verständnis komplett fehlt. Ja? Also die Momente habe ich sehr, sehr häufig. Aber wenn ich jetzt einfach so sehe, ich meine, parallel sehen wir einfach die Probleme, aber ich sehe halt auch parallel die technologische Entwicklung für die Alternativen. Das muss man einfach so sehen. Also die Solarenergie, die Elektromobilität, also wir haben jetzt technologische Alternativen, die wir so weit vorangetrieben haben, dass wir eigentlich auch die Chancen haben. Und das heißt also, man kann immer auf zwei Seiten gucken. Ich gucke immer auf die schlechte Seite, boah, es ist alles ganz schlecht und ich kriege das Problem gar nicht mehr gehandelt. Natürlich, das wird immer schwieriger werden, das Problem zu handeln. Auf der anderen Seite sind unsere Optionen, unsere Lösungsmöglichkeiten noch immer besser. Na, also vor 10 Jahren haben wir auch noch diskutiert, boah, in Deutschland können wir das alles mit Solarenergie machen. Da habe ich gesagt, ja, können wir schon, wird schon recht teuer werden. Heute kann man sagen, können wir machen und das kostet nicht mal viel. Also das heißt, es verändert sich, es verbessert sich auch und das gibt einem natürlich auch immer wieder Hoffnung, weil man sagt, also die Lösungsmöglichkeiten, die wir haben, werden auch immer besser und vielleicht schaffen wir es dann halt auch doch einfach noch viel, viel schneller, als es anders vielleicht möglich gewesen wäre. Warum gehst du eigentlich nicht in die Politik? Weil dieses politische System, denke ich mal, so ist, dass man sich erstmal hochbuckeln muss und dann im Fraktionszwang abstimmen. Und das ja, manchmal geht es ja auch ganz schnell. Also es kommen ja häufig Leute auch. Ja, Quereinsteiger. Ich meine, die SPD ist gerade auch ein gutes Beispiel. Ja, aber die sind auch schnell wieder weg. Also es ist ja immer die Frage, also wenn würde ich nachhaltig was bewegen wollen? Und ich glaube, das ist mit diesem jetzigen System, mit diesem Parteien- und Lobbyistensystem gar nicht möglich. Und ich glaube, dass es auch enorm wichtig ist, dass dieses System in der Demokratie, wir haben ja auch die Meinungsfreiheit, die ist enorm wichtig, dass man einfach auch von außen aufklärt und Impulse gibt. Und das heißt, in der Politik ist man ja auch immer irgendwie in Kompromissen gefangen. Also man weiß sofort, die Grünen haben jetzt ein Programm aufgestellt, was einigermaßen noch okay ist für den Klimaschutz. Sobald die in die Regierung kommen, werden sie davon 2/3 wieder rausstreichen müssen, weil sie einen Koalitionspartner haben. Und dann muss man irgendwie dann müsste man für etwas stimmen, wo man weiß, dass es auch wieder nicht hilft, die Klimakrise aufzuhalten. Also deswegen weiß ich nicht. Deswegen macht es eher Sinn, von außen weiterhin Druck auf alle Parteien zu machen, dass man vielleicht so mehr erreicht als Politiker. Du hast gerade gesagt, wir können nicht in die Zukunft vorausschauen. Ich möchte das trotzdem einmal kurz mit dir tun. Wenn wir uns heute in 12 Monaten wiedersehen, okay. Was hat sich im besten Falle bis dahin getan? In 12 Monaten.
Genau, genau. So kurzfristig fehlt einem dann doch schon so ein bisschen die Hoffnung. Also ich hatte ja immer auf Neuwahlen gehofft, dass wir dann einen Neustart haben, eine komplett neue Regierung. Ja. Die alte Regierung ist ja in den alten Mustern. Die haben jetzt das Klimapaket gemacht und werden auch erstmal da wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten nicht sonderlich viel machen, es sei denn, es kommt irgendwo, keine Ahnung, Sylt versinkt im Juni im Meer. Mhm. Und dann ist der Druck so groß, dass man dort nochmal was nachlegen muss. Aber das ist, ich würde mir hoffen, dass einfach die junge Generation zu neuen kreativen Protestformen übergeht, wo der Druck auf die nächste Politik so groß wird, dass also nach den Neuwahlen wir, egal wie die Konstellation aussieht, eine Parteienlandschaft wiederfinden, die wirklich den Mut hat, die nötigen Schritte für den Klimaschutz durchzusetzen. Okay, also halten wir fest, kreative Protestform. Okay. Volker, wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Ich habe zum Schluss noch ein paar kurze Fragen. Da würde ich dich ganz spontan aber bitten, diese zu beantworten. Wenn ich jetzt zu diesem Thema noch mehr wissen möchte, wenn ich vielleicht auch irgendwie ein bisschen fundierteres Futter haben möchte, welche drei Bücher würdest du empfehlen, sich mal anzuschauen? Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also natürlich erstmal meine, ganz klar. Ja, deine? Genau, okay. Wobei für den Laien ist erneuerbare Energien und Klimaschutz ganz gut. Das kommt jetzt im Frühjahr auch in der neuen Auflage raus. Ja, ansonsten, Bücher ist jetzt immer ein bisschen schwierig. Infomaterial, machen wir es Infomaterial. Ich denke, man kann sich mittlerweile auch ganz gut im Internet dann auch aufklären. Nicht? Also bei Scientists for Future haben wir zum Beispiel auch sehr viele Fakten entsprechend zusammengetragen. Es gibt jetzt auch gute YouTube-Kanäle. Also, du hast auch selber einen, ne? Ich habe selber einen, genau. Ja, verlinken wir da gibt es auch mittlerweile ganz gute Sachen. Ich denke auch Jung und Naiv von Thilo Jung ist ein sehr, sehr schöner Kanal, der auch gut aufklärt und Hintergründe macht. Also insofern gibt es da schon mittlerweile, wenn man wirklich will, ganz gute Möglichkeiten, Materialien sich aufzuklären. Jeder hat also seinen eigenen Weg, altmodisch Papier, aber ich denke jetzt mittlerweile auch die neuen Medien, also YouTube, sind doch ganz gute Sachen, was man machen kann. Welche Eigenschaft sollte ich mir als junger Mensch jetzt aneignen, um für die Zukunft gewappnet zu sein? Ja, man sollte versuchen, erstmal das Problem erkennen und nicht die Fehler der Eltern nachmachen. Nicht? Also ruhig ein bisschen aufmüpfig sein, genau. Seid doch einfach mal wieder ein bisschen pubertär und aufmüpfig, so wie es eigentlich in den 80er Jahren so üblich war. Also die junge Generation war lange Zeit zu brav und angepasst und deswegen das hat sich ja gegeben, glücklicherweise. Ja. Bleibt so, wie ihr seid, kann ich einfach nur sagen. Ja. Okay. Auf die Zukunft können wir uns freuen, weil? Die Zukunft können wir freuen, weil wir momentan in einer Zeit sind, wo wir unsere Gesellschaft zu einer deutlich besseren Gesellschaft umbauen können. Und ich die Hoffnung habe, dass wir, wenn wir in 10 Jahren zurückblicken, sagen irgendwie, Mai, was haben wir denn im Jahr 2019 für bescheuerte Diskussionen geführt? Guckt doch mal, wie gut die Welt geworden ist. Wir haben die technologischen Lösungen alle umgesetzt und es profitieren auch alle Leute davon. Jetzt haben wir ein viel, viel, viel besseres Land. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir das hinbekommen werden. Also wir haben noch die absolute Gestaltungsfreiheit und können es noch zum Positiven drehen. Ganz klar, definitiv. Dass wir uns dann vielleicht eines Tages mal zurückblicken und uns vielleicht auch ein Stück weit schämen für das, was wir da damals gemacht haben. Es wäre auf jeden Fall ein schöner Indikator dafür, dass wir uns weiterentwickelt haben. Ne? Genau, Scham ist definitiv. Ja immer ein schöner Indikator, dass man da, dass sich was getan hat. Ja. Volker, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön auch. Ich wünsche dir schöne Feiertage. Ja. Komm gut ins neue Jahr und dann bis zum nächsten Mal. Gerne. Wieder. Vielen Dank. Tschüss. Das war eine neue Ausgabe vom Zeitgenossen-Podcast. Weitere Infos, Shownotes und Transcripts zu dieser Folge findest du online unter www.zeitgenossen.online. Bleib am Puls der Zeitgenosse mit dem Zeitgenossen-Podcast.